Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute möchte ich euch meinen DM-Haul zeigen. Ich hatte diesmal wieder online bestellt gehabt und es sind einige Dinge wieder geworden. Preise blende ich euch wieder ein oder schreibt sie auch in der Infobox. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich mich zurechtfinde, weil man muss ja jetzt überall Werbung drunter schreiben. Beziehungsweise Werbung der Markennennung, beziehungsweise so, ne? Und da weiß ich halt noch nicht, ob ich das in Zukunft wieder so machen werde, ob ich die dann einblende immer noch oder halt eine Infobox schreibe. Genau. Das ist einmal der Lieferschein, da, wie gesagt, da steht ja alles dann drauf, was man sich halt bestellt hat und so weiter. Und ja, das dann einmal. Dann war da eine Zeitung von Alverde dabei. Genau, und ja. Nicht wundern, ich hatte mir das schon Ende Juni bestellt gehabt. Das dauert ja immer ein paar Tage, ehe das halt dann ankommt. Und dann war hier noch so ein Heftchen von Riemann P20 Sonnenschutz. War einfach nur so ein Heftchen, keine Probe, nichts. Genau. Da muss ich mir mal durchgucken. Dann kommen wir zum Eigentlichen. Da haben wir einmal von Balea die Q10 Antifalten Augenpads, hatte ich mir mal jetzt bestellt. Wollte ich jetzt mal ausprobieren. Da sind ja 6x2 Stück drin, also 12 so eine Pads sind da drin. Und ja, bin ich schon gespannt drauf, dass man einfach mal so ein bisschen auch die Augenränder bzw. da mal Feuchtigkeit gibt. Genau, das einmal. Dann erstmal das, was einzeln liegt, habe ich mir mitbestellt von DM Bio, das Kokosmandel-Granola. Das habe ich schon bei etlichen YouTubern auch gesehen, dass es sehr lecker ist und ich mag Kokos. Ich esse sehr gern Müsli, beziehungsweise ich mache mir das immer mit Joghurt und eine Frucht mit rein, Himbeeren, Pfirsiche, egal was ich halt gerade da habe. Und dann halt ein bisschen Müsli drauf und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal ausprobieren, wie das halt so ist. Genau. Weil da gibt es ja auch etliche von DM und genau. Und dann gibt es ja auch neu von Nivea, so eine Limited Edition sind das, glaube ich. So eine Feuchtigkeitscremes mit 3 verschiedenen Sorten in 100ml Variante von, also Soft Mix Me heißt das. Das ist einmal diese Variante. Das heißt, ich bin Berry Charming Mix Me. Mix mit Exotic und Oasis kann man das. Also ja, einmal diese Variante in Pink. Dann habe ich, ich bin Happy Exotic Mix Me Mix mit Oasis und Charm. Einmal diese gelbe Variante. Und ich denke mal, die wird sich auch relativ gut aufbrauchen, weil da ja nur 100ml drin. Und die werde ich halt auch als Körpercreme dann nehmen. Genau. Je nachdem, vielleicht auch als Gesichtscreme. Muss ich noch entscheiden. Dann, ich bin Shield Oasis Mix Me. Mix mit Charme und Exotic halt. Also man kann die alle untereinander mixen. Aber ich werde die, glaube ich, einzeln verwenden. Genau. Diese drei. Dann gibt es ja neu von Balea einen Duschschaum Lovely Moment mit Jasmin und Fräschenduft. Sieht auf jeden Fall so aus. Bin ich mal gespannt drauf. Wie gesagt, Duschschäume mag ich sehr gerne. Ob es jetzt von Isana, Balea, Rituals, ja, Dove, Palmolive oder weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Dusch, das gibt es auch noch. Ich kaufe mir die auf jeden Fall und probiere die sehr gerne aus. Deswegen durfte der einmal mit. Dann haben wir hier ein Tüte noch. Da haben wir einmal von Palmolive bei Lena Gerke Paradise Joy dieses Duschgel. Das soll, gucken, ob das hier hinten drauf steht. Duft von Kirschblüten und Zitrusfrüchten. Das wartet. Ergänzt um einen Hauch von Mandeln. Also das klingt schon mal sehr, sehr gut. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus und bin ich schon gespannt drauf. Nicht wundern, das war eben mein automatisches Spray, was jetzt hier so preacht. Was ich euch im DM-Haul, im Rossmann-Haul gezeigt hatte.
Dann von Balea ein Duschjelly mit fruchtigem Gucci-Bärendorf, Pink Jelly Bomb. Hat mich sehr interessiert, deswegen durfte das jetzt mit. Und bin ich auf die Konsistenz schon gespannt drauf. So einen Tum mag ich eigentlich auch ganz gern, deswegen durfte das mit. Dann eigentlich für Kinder, aber mich hat es auch sehr angesprochen, das Design von Balea, Dusche und Shampoo. Dream Big, duftet nach großen Träumen, sieht super schön aus, steht auch hier nirgendwo drauf, dass es eigentlich für Kids ist, deswegen hatte ich mir das jetzt einfach mal mitgenommen. Ich werde es aber nur als Dusche verwenden, weil als Shampoo habe ich da andere, die ich dann einfach verwenden möchte. Genau. Und dann schwärmen viele von der Balea Haarmilch, Feuchtigkeit, Anti-Trocken-Effekt ohne Silikone mit Mangoduft für trockenes und strapaziertes Haar. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren, dass ich das nach meiner Haarwäsche halt in den Längen reingebe. So als Leave-In-Kur. Und die dann Handtuch trocknen lasse und dann halt föhne. Genau, deswegen wollte ich das mal ausprobieren, wie das dann halt so ist. Weil ich mache ja nicht jedes Mal eine Kur, nur einmal die Woche so ungefähr. Und da wollte ich die jetzt, da die jetzt wieder länger werden, wollte ich die jetzt ein bisschen mehr pflegen. Also ich habe die früher auch gepflegt, wo die lang waren, aber so halt was Zusätzliches dann halt noch. Dann haben wir hier noch ein paar Produkte. Einmal von Trackamoon das Eisbonbon Surprise Duschcreme in 500ml Variante. Sieht auf jeden Fall sehr niedlich aus. Hier steht auch unten drunter That Mysterious One. Also das Schwarze gab es ja auch. Und das riecht ja nach diesem. Und ja, ich mag eigentlich Eisbonbon gerne, aber ob es auf der Haut genauso schön ist, werden wir dann erfahren. Genau. Gut. Okay, das einmal. Dann passend dazu die Körpermilch mit zart schmelzenden Shea Butter steht hier drauf. Bin ich auch schon gespannt drauf. So eine kleine gehen ja auch immer mal. Und dann das dritte davon, der pflegende Balsam, also die Handcreme für gestresste Hände mit Aprikosenöl und Vitamin E. Genau. Davon habe ich auch schon ganz viele gehabt, beziehungsweise, weiß nicht ganz viele, aber etliche noch da. Und ich mag die eigentlich ganz gern. Dann von Balea eine Super Power Dusche mit Erdbeerduft. Glitter ist my Super Power. Sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus, sehr pink, mädchenhaft und durfte auf jeden Fall mit. Und ja, ich finde, das sieht aus wie ein normales Duschgel. Also so, ja, mal gucken. Dann habe ich hier noch eine Wellness-Haarkur mit Ginseng und Jasmin für normales und feines, dünnes Haar. Wollte ich jetzt mal ausprobieren. Diese ist eine Wellness-Haarkur, ca. 2 Minuten Einwirkzeit. Diese halten wir, glaube ich, meistens für 3-4 Mal oder so. Und ja, soweit ich mag es einfach ganz gern. Dann habe ich hier noch von Palmolive bei Lena Gerke dieses zweite Forever Summer Duschgel. Auch ein schönes Design und das ist mit einzigartigem Duft exotischer Blumen, abgerundet durch warme Nuss und Sandelholznoten. Boah, das klingt ja super interessant, weil Sandelholz mag ich auch total gerne und freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, dies zu benutzen. Dann habe ich hier mir ein Proteinriegel mitbestellt von Powerbar. Dieser mit weißer Schokolade und Kokosnuss. Und da bin ich schon mal gespannt drauf. So als Snack zwischendurch möchte ich dann halt sowas mal mitnehmen zur Arbeit. Dass man das einfach mal so snacken kann. Dann haben wir hier noch was. Also zwei so eine Tüten kommen noch. Einmal mit Essen und einmal mit Pflege und Tier sozusagen. Dann nehme ich das Tier zuerst. Da wollte ich, oder hat mich jetzt sehr angesprochen mal, von Pedigree eine Soße mit Huhn und Gemüse. Ich weiß halt nicht, ob es
Ach so, hier steht drauf, Portionsbeute plus trockene Nahrung. Weil wir wollten es halt mal ausprobieren, dass wir über das Trockenfutter auch mal so was rüber machen. Dass er das Trockenfutter halt lieber frisst. Er frisst es, aber halt lieber. Genau, das mal vital ist das. Und dann haben wir hier noch eins mit Junior, mit Huhn und Reis, also Gelee ist das. Da steht das jetzt zum Beispiel nicht drauf, dass man das da drüber geben kann. Wir empfehlen eine Mischung aus Pedigree Feucht und Pedigree Trockenfutter zu füttern. Okay. Ja, also kann man das trotzdem drüber machen. Diese beiden wollten wir dann mal ausprobieren. Dann gibt es neu von Balea eine Vitaminmaske, eine Limited Edition fruchtiger Pflegecocktail mit Orangenextrakt und Limettensaft. Mit Vitaminkomplex pflegen für jede Haut und zweimal durfte das mit, dass ich das halt besser ausprobieren kann. Und ja, die sind ja nicht, also nicht so teuer, deswegen durfte das dann mit. Dann noch von Balea eine regenerierende Maske, Anti-Pollution, pflegt gestresste Haut und spendet Feuchtigkeit mit Anti-Pollution-Wirkstoff Puru Soft, jeder Hauttyp. Sieht so aus. Bin ich auch schon gespannt drauf. Nicht wundern, wenn das heute ein bisschen blendet. Ich habe hier oben drüber jetzt mal Licht angemacht, weil draußen sieht es total ekelhaft aus. Also nach Regen, grau und es war einfach zu dunkel. Genau. Deswegen, diese habe ich nur einmal mitgenommen, weil ich sie erstmal ausprobieren wollte. Es steht auch jetzt nicht drauf, Limited Edition oder so. Und deswegen kriegt man die, glaube ich, immer noch. Und dann eine Tuchmaske. Von Balea Blütentraum spendet intensive Feuchtigkeit mit Kirschblütenextrakt. Auf jeden Fall sehr, sehr schickes Design. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Tuchmasken, wie gesagt, mag ich gerne. Und im Sommer mache ich mal diese, je nachdem, wie ich halt mich fühle. So, dann haben wir hier noch etliche Riegel. Und ein so ein Quetschi, den ich mal ausprobieren wollte. Ist natürlich für Babys ab einem Jahr, aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Und zwar von Baby Love Bananen, Ananas in Apfel mit Kokosmilch. Ja, klang für mich sehr interessant und wollte ich halt einfach mal ausprobieren. Denn von Mowgli Kokoswaffeln, Süße aus der Kokosblüte. Diese. Aber wie gesagt, als Snack zwischendurch einfach mal so. Eine Kleinigkeit sozusagen, ja. Dann von Powerbar Clean Whey Vanille Kokosnuss Crunch. Diesen. Und von Powerbar Protein Nuss Milch, Schokolade und Nuss halt. Genau, diesen. Ja. Dann von Alete eine Kekschnitte mit Blaubeere. Ab ein Jahr steht hier wieder drauf, aber so wie gesagt, als Snack zwischendurch, denke ich mal, ist es gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich zweimal bestellt, nee, einmal knusperige Erdbeermilch von Alete und einmal von Alete den Früchteriegel Himbeer-Apfel. Himbeer-Vanille, Himbeer-Apfel. Genau, die wollte ich dann halt mal ausprobieren. Und genau. Das war jetzt mein DM-Haul für Juli. Im nächsten Monat gibt es dann halt wieder Rossmann und DM, denke ich mal, weil ich fahre meistens zu beiden im Moment noch. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und denkt dran, es gilt immer noch die Verlosung bis Sonntag. Also, es haben schon etliche kommentiert und ich würde mich freuen, wenn noch mehr. Vielleicht kommentieren. Wir wollen das auf jeden Fall so machen. Ich werde die Namen hier aufschreiben, eventuell, und in einer großen Schüssel dann geben. Also wie auslosen sozusagen. Mein Freund wird das dann auslosen, also einziehen und der ist der Gewinner. Genau. Also freut euch schon darauf und seid gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.